Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Lemon Face Challenge. Ja, ihr seht richtig, ihr hört richtig, ich wurde nominiert und zwar von der lieben Nashira vom Kanal Spieleflut. Vielen lieben Dank dafür, ich weiß zwar nicht, was ich dir getan habe, aber natürlich nehme ich diese Herausforderung an, wenn auch ein bisschen spät. Sorry, ich habe es nicht vergessen, ich habe es nur aufgeschoben, nein, ich habe es, also umgekehrt, ich habe es, ach, bleib mal bei der Wahrheit, ich habe es aufgeschoben. Aber tatsächlich nicht extra. Ich habe einiges hier zu tun gehabt und dann habe ich es auch zeitweise vergessen. Aber ich denke mal, besser spät als nie. Die Lemon Face Challenge ist sozusagen ein direkter Nachfolger der ALS Ice Bucket Challenge. Es geht wieder um einen Spendenaufruf, diesmal gegen den Welthunger und gegen Armut von der Welthungerhilfe. Und diese Aktion wurde tatsächlich von YTD ins Leben gerufen, so wie ich das gelesen habe. Und es geht darum, dass man als Nominierter 5 Euro spenden soll und eine Zitrone im Ganzen essen muss. Und wer dies nicht macht, der spendet 50 Euro als kleine Sanktion. Was ich natürlich ein bisschen Blödsinn finde, weil eine Spende soll freiwillig bleiben und da soll auch nicht irgendwie mit Sanktionen gedroht werden oder generell erwartet werden, dass man wirklich spendet. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Und auch diesmal ist wieder ein bisschen Spaß im Vordergrund, wie gesagt mit dieser Zitrone, die man essen soll. Warum ich jetzt hierbei mitmache und damals bei der ALS Ice Bucket Challenge nicht. Ich habe, falls sich der ein oder andere erinnert, da mal ein etwas ausführliches Video zu gepostet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch verlinke, gepostet, hochgeladen. Entschuldigung, ich bin jetzt schon wieder noch aktiv im Forum vorhin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch das Video verlinke oder ansonsten könnt ihr es euch ja selber raussuchen. Es liegt daran, dass ich hier mitmache, weil die Selbstinszenierung nicht ansatzweise so übertrieben ist wie damals bei der ALS Ice Bucket Challenge. Weil damals hat man teilweise sich lauwarmes Wasser beim Körper geschüttet und den sterbenden Schwan markiert, nur ein paar Klicks auf YouTube oder Facebook zu generieren. Und tatsächlich, teilweise wurde auch gar nichts gespendet, sondern man hat sich wirklich nur zur Schau gestellt. Und das Allerschlimmste war, als man gesagt hat, durch dieses Eiswasser soll man den Schockzustand, den man dadurch hat, kurz erleben und sich dann auch in etwa vorstellen können, wie sich die Opfer, die ALS-Opfer, fühlen müssen. Und das fand ich sowas von unter aller Sau, also total unter die Gürtellinie, es ging gar nicht. Und wie gesagt, der Zweck heiligt natürlich die Mittel, es war okay, aber die Selbstinszenierung, die war zu übertrieben. Das ist jetzt bei der Lemon Face Challenge nicht so der Fall. Da geht es nicht jeden Tag die Runde, da gibt es nicht täglich auf Facebook 50.000 Videos mit irgendwelchen Promis, die sich da die Zitronen in die Backen stopfen. Oder Wangen backen wäre, obwohl Zitronen in die Backen stopfen hätte doch auch mal was, oder? Muss man mal gucken. Jedenfalls ist dies okay. Und ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich habe hier diese leckeren Zitronen geholt und ich liebe, normalerweise liebe ich Zitronen. Das sind jetzt Bio-Zitronen, ich weiß nicht, was das für eine Relevanz hat. Für mich beim Backen hat es eine Relevanz, da ich ja halt die Schale nehme zum Abreiben. Da soll die Schale unbehandelt sein, deswegen Bio-Zitronen. Und wenn ich das hier rieche, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Zitrone gegessen. Ich habe, wo gucke ich denn? Da ist doch die, Entschuldigung, ich gucke jetzt die ganze Zeit ein. Ich habe noch nie eine Zitrone gegessen. Ich habe, wie gesagt, die Schale jeweils immer benutzt und ein bisschen Zitronensaft genommen. Aber ansonsten, allein schon der Geruch, er lässt mich erzittern. Nochmal was zur Spenden-Challenge. Ich würde mal sagen, dieses, die Seite, die Welthungerhilfe, die werde ich unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Dort könnt ihr weitere Informationen dazu euch einholen. Und ich komme da, glaube ich, nicht drum rum. Und ich würde sagen, habe ich mein Handtuch hier. Ich möchte mich nicht einsammeln. Wie gesagt, ich habe es noch nie probiert. Und okay, ich würde mal sagen, let's get it on. Und soll ich jetzt schon mal die Nominierten vorstellen? Na, ich nominiere gleich, wenn ich dazu noch imstande bin. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Oh, ich will nicht. Okay. Augen zu und durch. Oho. Mmm.
Hilfe! Da war ein Kern, Entschuldigung. Ich krieg das nicht runter. Ich hätte die Kerne vorher irgendwie rausnehmen sollen. Aber man muss ja das Ganze essen, ne? Das ist ein bisschen ekelhaft, sorry. Ich krieg das nicht gut. Oh Gott, es ist fast runter. Oh Gott, oh, ist das schlimm gewesen. Oh Gott. Oh Gott, schnell was trinken. Ach, noch ein Kern. Nein, hier ist das ekelhaft. Oh, das mache ich nie wieder. Kein Product Replacement, sorry, keine Werbung. Ich wollte noch einen Schluck. Oh Gott. Sorry, wegen der Cola. Das ist nicht das, wonach es aussah. Es war, es sah zwar aus wie eine bekannte Cola-Marke, es war aber Pupsi. Pupsi Light. Sehr lecker, aber Vorsicht hat Nebenwirkungen. Oh Gott, mir ist gerade nicht gut. Warum nicht Nutella Face Challenge? Da würde ich gerne mitmachen. Oder Döner Face Challenge? Warum Zitronen? Was für eine geniale Idee, YTT. Ganz ehrlich, wäre YTT jetzt hier, ich hätte nur eine Frage. Why, Titi? Why? Super. Und ja, liebe Nashira, ich werde natürlich als Anlehnung an dieses Video, an diese Challenge, in der nächsten Folge Backen mit Nemesis mich an einen Zitronenkuchen machen. Und hier ist er nochmal. Liebe Grüße, alles Gute und mach sowas nie wieder, bitte. Gott, ist das widerlich. Bei Orangen wäre es auch noch okay gewesen. Man hat das Zeug gar nicht runtergekriegt. Der Zitronensaft ging ja irgendwann nochmal. Es war natürlich ein Schockzustand im Mund. Und ich war irgendwie gar... Ich habe gar kein Gefühl mehr im Mund. Das Schlimmste war aber erstmal die ganzen Kerne, die automatisch rauskamen beim Kauen. Das war auch ein bisschen ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat das irgendwie nicht zerbissen bekommen. Die Haut, die war so fest und so... Schöne, nette Idee. Also ich werde mir... Ich habe ja, als ich das gelesen habe, dass ich nominiert wurde für die Challenge, habe ich mich ja sofort dazu bereit erklärt und mich im selben Moment gefragt, warum so schnell, und bei der nächsten Nominierung sollte irgendwie nochmal sowas die Runde machen. Ich werde nicht sofort zusagen. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir zu den Leuten, die ich nominieren möchte. Man nominiert ja 3 Leute und eines vorweg, wenn ihr mitmachen würdet, wäre es super. Wenn ihr spenden würdet, wäre es natürlich super für die Welthilfsorganisation. Alles kann, nichts muss. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, schade, aber trotzdem danke. Als erstes, wen nehme ich als erstes? Als erstes nehme ich meinen Kollegen Shadow Wolf LP. Ich denke mal, du bist für jeden Spaß zu haben und du bist nominiert. Als zweites, wie nehme ich als zweites? Sinux, mein Bester, Sinux. Dir macht es doch mit Sicherheit richtig Spaß und da freue ich mich auch schon, falls du mitmachst. Und last but not least, Brillibi, mein Bester. Du bist doch so eine Frohnatur, du machst sowas doch gerne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich schon wirklich auf eure Videos. Was bleibt mir zu sagen? Ich hatte ganz zu Anfang irgendwie vorgehabt, diese Lemon Face Challenge zu kombinieren mit meinem nächsten Vlog.
Ich denke mal aber, das ist ein bisschen größer und auch wichtiger und deswegen trenne ich das jetzt erstmal. Wieder kommt in den nächsten Tagen und da dürfen wir gespannt sein. Und wie gesagt, in der nächsten Folge Backen mit Nemesis gibt es dann leckeren Zitronenkuchen und der wird schmackhafter als eine Zitrone so alleine. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's von mir. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Okay, ja, irgendwas noch. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas vergessen? Nein, liebe Grüße an alle, die ich nominiert habe, an Nashira natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und in diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Tschüss! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und in diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Ich mache das nie wieder.